Kurz nach 6 Uhr mussten am 14. Dezember die Einsatzkräfte der Zwickauer Feuerwehr nach Mosel ausrücken. Grund war ein Schwelbrand in einem Fachwerkhaus. Neben der Berufsfeuerwehr rückten auch 4 freiwillige Feuerwehren an. Durch die Kameraden konnte der Brand recht schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 27-jährige Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Als Brandursache ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Das Ausmaß des Schadens ist nicht beziffert.